Wir haben im Tafelladen die fancyen Dinger hier gefunden. Die sind tatsächlich mit Zimt, schmecken aber sogar gut. Ja, gibt es auch noch in anderen Sorten, probiere ich sogar noch aus, glaube ich. Genau. Und hier habe ich mir so einen fancyen Rock gekauft. Der sieht aus wie von der Fee. Meistens kaufe ich eigentlich Secondhand-Kleidung. Zum einen, weil es auch günstiger ist wegen Geld. Aber ja. Ja, wegen Konsum auch. Aber ab und zu gönne ich mir halt auch sowas. Und den werde ich noch Festivals tragen. Es wird mega fancy. Hallo! Gerade ist der Zustand wieder ein bisschen weniger da. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass man eben die Erleuchtung nicht festhalten kann. Genau. Weil bei mir ist es so, ich werde ja am 15. Januar entlassen. Und es ist so ein bisschen die Sorge da, dass wenn ich dann entlassen bin, wieder zu Hause bin und so, dass es irgendwie wieder schwierig wird. Aber ich glaube, wenn man halt, das habe ich ja schon öfters gemacht, wenn man so alles mögliche Schwierige, oder was dann irgendwie Angst macht, zulässt und sagt so, okay, das darf passieren, dann hat es ja weniger Angst. Oder man hat weniger Angst und genau, eben auch zulassen, eventuell nicht mehr die Erleuchtung zu spüren. Genau, das übe ich gerade. Ansonsten, ich hatte so ein Video aufgenommen. Das wollte ich eigentlich Maus im Wunderland, Grenzzustellung des Bewusstseins durch Meditation nennen. Wo ich auch so drüber geredet habe. Ich hatte halt das Gefühl, dass ich alle möglichen Drogen nüchtern haben kann. Ich habe zum Beispiel irgendwie so eine Art Wurmloch an der Wand gesehen. So ähnlich wie wenn man auf Psychedelika ist. Das ist aus einer Blume des Lebens irgendwie entstanden mit so Mandala-Mustern. Und keine Ahnung, also ich bin da, ich meinte in dem Video, dass ich wie ein Pilzwesen bin. Oh, ist das schön. Genau, ich mache gerade meinen Morgenspaziergang. Und ja, also ich schaue, ob ich das Video noch finde, aber ich glaube, ich habe es gelöscht. Scheiße. Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ich werde ja wie ich momentan in so ein, keine Ahnung, polygames oder polyamores Chaos. Ja, keine Ahnung. Letzte paar Monate habe ich eigentlich nicht wirklich polygam gelebt. Muss mir halt auch schlechter gehen, sowas geht eher nur, wenn man mit sich im Reinen ist, glaube ich. Wegen Selbstunsicherheit auch und so. Und genau. Ich habe das Gefühl, dass, also ich bin allgemein, glaube ich, oft chaotisch. Aber gerade ist es wieder ein Tick noch chaotischer als sonst. Ja. Der Boden ist gefroren. Meine Hose ist zu dünn. Kalt. Aber ich kann das Wärme machen, ein bisschen üben, weil ich mir momentan auch, weiß nicht, ich kühle weniger schnell aus als früher irgendwie. Und manchmal kann ich es auch machen, dass meine Hände warm werden. Ich war ein bisschen Fuchs, das habe ich gerade eben gesehen. Hallo Foxy. Das ist da vom so ein Bogenschießenverein oder sowas. Und ja, genau. Ich habe sehr viel auch Scheiße noch in der Klinik so gemacht, also im Sinne von rumblödeln. Genau, was habe ich alles gemacht? Genau, einmal, ich habe ja so einen Einkaufswagen gefunden, als ich den Kaninchenbau gesucht habe. Und wir hatten dann gerade konzentrative Bewegungstherapie. Und die Therapeutin ist halt so voll inkompetent. Und also es gibt schon gute Therapeuten, aber die ist halt so, naja, ziemlich unsensibel irgendwie und die hat immer so ein falsches Lächeln. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ob ich zu ihr ehrlich und direkt sein darf. Dann hat sie gesagt, kommt drauf an. Dann habe ich gesagt,
Ich glaube, es ist aber auf jeden Fall auch mein eigenes Ego, was da rumtrollt. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise traue ich mich das nicht. Genau. Dass, wenn sie nicht so einen Stock im Arsch hat und ein bisschen lockerer drauf ist und so, dass es, die Patienten dann auch viel besser ihr inneres Kind rauslassen können und sie dann eine viel bessere Therapeutin ist und ihre Fähigkeiten besser nutzen kann. Weil ich muss halt auch an Captain Peng denken, dass wer bist ich? Mit diesem ziehe ich dir dann den Stock raus. Genau. Auf jeden Fall sind wir dann alle zum Einkaufswagen gelatscht, weil wir wollten noch einen Spaziergang machen. Die ganze Gruppe mit der Therapeutin. Und genau, ich war dann wieder ein ziemlicher Troll. Und was habe ich gemacht? Ich glaube, ich komme hier nicht durch. Für scheiß Wasser. Ich meine, Wasser ist auch schön, aber Map. Auf jeden Fall habe ich den Einkaufswagen dann vorgeholt, weil die wollten mir nicht alle hinterher ins Gebüsch laufen. Und da habe ich mich da reingesetzt. Und die Therapeutin war dann halt wieder mit ihrem Stock im Arsch da. Und meinte, dass es aber nicht geht, dass wenn ich den geklaut habe und so. Dann habe ich gesagt, dass das Geklaute vom Geklauten vom Geklauten ist. Und habe mich ja in den Einkaufswagen reingesetzt. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. So allgemein, ich finde es so lustig, wenn man einkaufen geht, weil sich selber in den Einkaufswagen setzt. Nur, ich habe dann gemerkt, also manche Läden haben da mittlerweile sogar wie so Art, weiß nicht, Verbotsschilder dafür. Vielleicht habe ich da ein bisschen mitgewirkt, dass es die jetzt gibt. Auf jeden Fall habe ich mich da reingesetzt. Wollte im Prinzip auch so ein bisschen Gesellschaftskritik machen, wegen Mensch im Einkaufswagen. Aber irgendwie hatten die es nicht gerafft. Aber auf jeden Fall habe ich dann später vielleicht noch spazieren. Hab den Einkaufswagen dann zum Raucherbereich rübergeschoben und genau, eine Mitpatientin, die Piratin, die war dann halt gerade auch draußen. Dann habe ich mit ihr eine Runde um den Ententeich gedreht. ja, sie hatte voll das Lachflash, das war echt schön. Und wollte eigentlich alle möglichen Leute dann noch um den Ententeich schieben, aber leider blieb sie dann die Einzige. Weil die Therapeuten fanden es nicht so geil, dass da jetzt ein Einkaufswagen rumsteht und wollten, dass ich dieses von Lidl zurückschiebe. Da habe ich gesagt, dass ich das mache, sobald jeder Patient sein inneres Kind rausgelassen hat. Das meinten die dann aber, dass es ihnen zu lange dauert. Dann habe ich gesagt, dass ich spätestens eben am 15. mache, wenn ich im Klasse werde. Und genau. Dann war gerade abgelenkt, wo der Typ war, das muss ich sagen. Genau, die haben sie dann, ich glaube, extra mit einem Auto abtransportieren lassen. Nur damit er da nicht mehr rumsteht. Aber ich finde es schon lustig. Die Bäume erinnern mich voll oft an so Adern. Sind das so die Äste oder wie auch so? Das ist wirklich wie so eine Lunge aufgebaut. Ich meine, man sagt ja auch, dass Bäume so die Lunge der Erde sind. Und ich finde es gerade so schön, wie hier so das warme Licht ist. Und hier drüben, wie es noch so kühl aussieht. Dieses, wenn man das jetzt mit Aquarell malen würde, hier so ein bisschen diese Blautöne. Und hier, wenn man gleich das Gelb reinmischen würde. Ich finde das so schön. Moos ist auch so voll faszinierend. Diese ganzen Strukturen, die die Natur bildet. Ich finde, genau, wenn man abstrakte Kunst macht, kann sich eigentlich da voll oft auch so einfach an der Natur bedienen und schauen, was für Muster die bildet. Und es dann halt in das Bild integrieren und so alle möglichen Formen so erschaffen. Interferenzmuster der Natur. Räucherstäbchen brennen meistens so ab, dass der Rauch in so Wellen weggeht, die wiederum aus Wellen bestehen.
Was für lustig ist. Ich hatte bis vor kurzem voll den Muskelkater, weil ich habe mich so viel bewegt, weil es mir einfach so gut ging. Und genau, ich hatte halt immer wieder ja so alles Mögliche unterdrückt durch die Ängste und so innere Anteile und so inneres Kind. Und als ich das dann so voll rausgelassen habe, ich habe im Prinzip einen halben Tag getanzt oder so. Oder Tai-Chi-Tanz gemacht oder keine Ahnung, wie man es nennt. Also irgendwas so. Ich habe es geliebt, meine Arme wie so eine Welle zu bewegen. Ich finde, irgendwie hat es was, was sich so natürlich anfühlt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie dieses selber sich wie eine Welle fühlen, hilft mir irgendwie, diese Widerstandslosigkeit zu haben gegenüber schwierigen Sachen. Also dass es einfach durch einen durchfließt. Und eben auch zu dieser Aufrechterhaltung. Und keine Ahnung, also ich fühle es auf jeden Fall mega gut, sowas zu machen. Genau, und einmal habe ich das auch beim Sport gemacht. Ich kam raus aus dem Eisport. Wenn man dafür den kindlichen Anteil nutzt, dass es eigentlich so auch überhaupt nicht anstrengend ist oder so unverlustig sein kann. Und dann habe ich auch die Idee gehabt, Sport und Tai Chi zu kombinieren. Einmal habe ich dann mit so Tüchern getanzt. Vielleicht filme ich das auch mal als Video, weiß ich noch nicht. Und genau, dann einmal war es so, keine Ahnung, meine Mitpatienten haben dann um mich herum sicher 50 Minuten lang oder so am Stück Koinzidenzen erlebt, auch was die Musik angeht und so. Ich habe mit denen dann gequatscht und so. Ich glaube, es hat aber auch manche ziemlich dann aufgewühlt, weil die das halt nicht einordnen konnten, warum das Ganze passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wenn ich alles bin. Was so eigentlich so die Erklärung hinter Koinzidenzen ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt schon verschiedene Optionen, aber zu 100%iger Sicherheit kann man das natürlich nicht sagen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich rieche besser als sonst, auch wenn meine Nase jetzt ein bisschen zu ist, weil es kalt ist. Ich meine, gerade nicht so arg. Aber teilweise fühle ich mich wie so eine kleine Schnüffelmaus. Ich wollte noch irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen. Fällt mir vielleicht wieder ein. Guten Morgen. Knausch die Maus, gell? Jo. Ich habe so ein paar abwaschbare Tattoos mitgenommen für ein paar Patienten und jetzt so welche rausgesucht. Je nachdem, was halt für welchen Patienten so passt. Also ein kleines Kraftsymbol, wo sie aber gleichzeitig auch ihr inneres Kind rauslassen können. Da unten sitzt das Kaninchen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, weil es so dunkel ist. Ich sehe es auf jeden Fall. Um ran zu zoomen. Da ist es. Hier ein bisschen Blumenbeet und ein Baum. Ich glaube, ich könnte auch so ein Nachtmodus reinmachen. Ich glaube, man sieht es aber ein bisschen. Wir folgen den Kaninchen und hoch. Plötzlich bricht uns der Boden weg. 6000 Jahre Fall, damit die versuchen, sich mit Gurten festzuschnallen. Ich gebe den Kaninchen jetzt noch einen Apfel. Oh, das ist so süß. Und hoppeldi, hoppeldi, hopp. Wo gehst du denn hin? Genau, vorhin hatte ich eine Schwankung und habe kurz nicht mehr die Verbindung gespürt. Ich meine, ich hatte eh gemerkt, es lässt ein bisschen nach. Aber genau, es ist gerade irgendwie wieder besser. Und jetzt ist das Kaninchen da. Da hinten ist es. Da.
bisschen unscharf die Kamera, aber ich glaube, man sieht es ein bisschen. Das sind vielleicht nur noch 3 Meter Abstand zum Kaninchen. So nah war ich dem Kaninchen noch nie. Ich übe gerade wieder, dass mit Tieren flüstern heißt. Ich strahle innerlich so viel Ruhe aus. Ja, dass das Tier keine Angst hat. Muss es aber auch noch üben. Also, dass das Kaninchen auf mich zukommt, komme ich nicht hin. Oh, ist so süß. Immer wenn es so ein Bewusstseinswechsel ist, dann habe ich größere Pupillen als normalerweise. Und irgendwann sind sie größer, als ich im Spiegel war. Auf jeden Fall frage ich mich auch, wie das zustande kommt, wenn man zum Beispiel Energien und Auren oder sowas sieht. Das hatte ich ja auch. Das kam meistens, wenn so krass viel so im Gehirn gerade abgeht. Zum Beispiel, oder eben nicht mehr so viel abgeht. Also irgendwie in irgendeiner Form oder irgendwie so ein Wechsel stattgefunden hat. Zum Beispiel durchs Meditieren oder so. Ja. Und ich glaube, ich mache dazu auf jeden Fall noch ein separates Video. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also klar, E gleich MC Quadrat, also ja, alles hat schon eine gewisse Energie. Frage ist nur, können wir Menschen das wahrnehmen? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte zwar schon solche Erfahrungen, aber keine Ahnung. Und es scheint mir so, als könnte ich vielleicht sogar Energie übertragen. Ich habe da in letzter Zeit ziemlich viel rumexperimentiert. Allerdings habe ich, glaube ich, gelernt, ich sollte da ein bisschen vorsichtiger sein. Und wie ich das mache, sollte ich mich erstmal noch so ein bisschen informieren und nicht einfach, ja, drauf los. Ja, wenn es wirklich geht, wäre schon cool. Ich weiß es nicht. Ja, und es ist gerade, es ist wieder so ziemlich schön vom Gefühl her. Die Schutzmechanismen sind wieder weg. Es war kurz so also ein bisschen da. Und jetzt ist es gerade nicht mehr da. Ja, und was mache ich gerade noch so? Genau. Ich habe so ein Büchchen. Genau. Hier schreibe ich so verschiedene Sachen auf. Und das eben diese ganzen Dualitäten irgendwie kombiniert. Dass alles im Prinzip eins ist. Aber ich denke, da schreibe ich noch so ein bisschen was dazu. Und wie dann so, wenn man die Sachen kombiniert hat, dann irgendwie so, keine Ahnung, gemeinsame Sachen entstehen. Sowas wie zum Beispiel Tanzmeditation wäre sowas. Also zum einen irgendwie so, ja, eine gewisse Disziplin. Okay, ich mache das jetzt. Ich raff mich da auf. Aber dann eben auch so was komplett Freies und so. Also ich finde immer, wenn man solche Sachen kombiniert, das ist voll. ja, schön.